Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und dabei sehen wir einen Panzer, den wir eigentlich fast nie hier sehen. Was ich eigentlich sehr schade finde, denn der Panzer, der ist zumindest zeigenswert, weil er einfach schon so unfassbar kurios aussieht. Und zwar der T-95 mit seiner Doppelkette. Ein absolutes Monster. Nur nicht von der Geschwindigkeit her. Da ist es eher so ein Lämmchen. Der hat da nicht so viel drauf. Wir sehen nämlich hier schon die Maximalgeschwindigkeit. 20 km/h Anschlag. Und selbst wenn ihr den Berg runterfällt, wird es nicht wirklich schneller. Also das ist schon die einzige problematische Krankheit, die der Panzer mit sich bringt. Aber ansonsten ist das Ding ein Monster. Wenn keine Arti euch fokussiert, dann habt ihr auch richtig viel Spaß damit. Denn an dem prallt in der Regel einiges ab. Die Kanone ist auch richtig potent. 750 Schaden bei 276 Durchschlag. Wenn es nicht reicht, gibt es nochmal 320 mit Premium. Also, das ist schon mal eine ganz eigene Baustelle. Wenn ihr den als Gegner habt, hier oben Kommandantenkuppel oder so, oder hier drüben beschießen, das kann ich euch empfehlen. Ansonsten wird es von vorne ehrlicherweise wirklich ein bisschen schwer. Und hier haben wir schon den ersten Treffer gesehen mit 710 Damage auf den T10. Und den Panzer kann man auch wirklich gut aggressiv spielen, also das ist definitiv kein TD, der hinten irgendwo rumsteht und sonst nichts macht, sondern der Panzer, der braucht es so ein bisschen einfach drauf auf den Gegner und fertig. Nur nicht umfahren lassen, dann seid ihr natürlich hilflos, denn auch hier kein drehbarer Turm, sondern vorne die starre Kanone. So, und er zeigt jetzt gleich mal, jo, ich fahre hier vor. So, jetzt ist er da gekettet gewesen. Und da hat es aber den Conqueror erwischt, denn da auch den Schaden anbringen können. Sehr fein. Und jetzt will er auf den IS-7. Der ist aber noch gestunt. Er hat nachgeladen. So, jetzt kommt er vorne auf die Unterwanne drauf. 772 Damage. Und wie immer, oder wie häufig, prallt der gegnerische Schuss ab. Der IS-7 bleibt jetzt hier auf ihn drauf, obwohl er da schon surrounded wird. Ganz knapp, dass er da nicht den Schuss drauf bekommt. So, jetzt muss er sich nochmal hier umstellen. Vorne, Unterwanne, und da kriegt er seinen zweiten Kill. Feine Nummer. Sein Mate fährt jetzt hier auch mit ihm rein. Der andere ist leider schon gestorben. Jetzt muss er aufpassen. Das ist jetzt so eine Situation, die mag er jetzt nicht so gerne. Also nicht von zwei Seiten spielen. Deswegen macht das jetzt smart, dass er hier erstmal so ein bisschen sich wieder zurückzieht. Dass er eben nicht von beiden Seiten beschossen wird. Aber der Panzerkampfwagen fährt vor. Der ST wird da eingedrückt in die Ecke. Und auch da kann er den finalen Schuss landen für 456. Wir sehen übrigens hier oben ganz schön, dass der T95 so ein Panzer ist, der gerne sofort mit Premium beschossen wird. Und trotzdem prallt noch einiges ab. Also das ist schon wirklich ein absolutes Monster. So, da dachte sich der PTA, ja geil, einen schnellen Schuss, aber hat sofort einen glücklicherweise für ihn relativ dicken Lowroll bekommen, denn 627 ist weit weg von den 750, die er eigentlich machen kann. Natürlich, wenn der Panzer die falsche Karte bekommt, wo keine Action ist, dann wird es schwierig. Aber hier in dem Fall hat er genau die richtige Karte bekommen. Denn eigentlich ist hier, wo er sich da befindet, immer was los. Also da findet man schon immer normalerweise ein Gegnerchen zum Beschießen. So, da kommt der PTA und, oh, der Schwede wollte da gerade weg, aber keine Chance, das lässt er nicht zu. Da kriegt er sofort den Hit ins Gesicht gedrückt sozusagen und damit 717 wurde er dann beseitigt. 8-9, die Runde ist noch unfassbar knapp, also da ist noch gar keine Tendenz irgendwie da. Der Ru hat sich da jetzt mit dem T10 angelegt, aber der T54 Mate von ihm kommt dem Ruder gleich zu Hilfe und macht hier jetzt das Unentschieden, aber kaum ist es passiert, wird der nächste zerstört und schon liegt der Gegner wieder mit einem Kill in Führung. Also hier
ist noch nichts zu Ende gesprochen. Wir haben noch 6 Gegner am Start. So, jetzt würde sein Objekt, also das aus dem Team rausgenommen. Sein Mage steht noch hier mit dem T-55 am Start. Und jetzt wird es langsam doch eindeutig. 9 zu 12. Jetzt kommt er hier zu Hilfe. Er hat noch volle Hitpoints. So, und jetzt wird das Objekt so ein bisschen überrascht. Da sagt er, hallo, Ibims. Der T-95. Und genauso sieht's aus. Weg war er da schon. Sein 5. Kill. Der nächste wird dann auch der Krieger werden. Jetzt habe ich euch gespoilert, dass er noch einen Kill macht, gell? Ah. Naja, egal. Also ein Kill wird er bestimmt noch hinbekommen. Dafür sind auch genug Gegner noch am Start. Vom Spielerischen muss ich jetzt sagen, finde ich es ein bisschen ungünstig, was der T-55 da jetzt macht. Ich würde so bleiben, dass ich weiterhin zumindest durch ihn hier gecovert werden kann. Und das ist da außen einfach nicht so möglich. Also das ist so ein bisschen ungünstig vielleicht, dass ich jetzt so aufzutrennen. Würde ich zumindest jetzt mal so in die Waagschale werfen, wenn man noch zu zweit ist. Oh, sehr schöner Treffer. Type 61 hat da den kurz wahrgenommen, wollte sofort wieder stiften gehen und hat dann einfach zu lange gebraucht und dann war es auch schon rum. So, die 54 sucht noch immer ein bisschen die Arti. Die 30 ist da aufgedeckt. So, und jetzt hat er mal gesehen, da kommt die Grille zum T-54 und die will er sich erstmal snacken. Da ist er auch schon. Ah, schön in der Fahrt. Und das war ein schönerer Roll für 830 nämlich. Der war mal ein bisschen höher. Weil bei 750, da kann natürlich der auch mal in die andere Richtung gehen vom Schaden und nicht immer nur so niedrig choppen. 7761 Damage bisher auf der Uhr. Und jetzt nimmt die Grille den T-55 raus und jetzt ist es ein 1 gegen 4. 1 gegen 3 wollte ich sagen. Und bisher hat ihn immer noch keiner durchschlagen können. Auch die Grille, die ja wirklich jetzt keinen schlechten Durchschlag hat, verzweifelt direkt an der Panzerung. Natürlich kann der T-30 jetzt mal langsam rumschauen. Seinen 7. Kill, der nächste bedeutet die Radley Walters. Oh, da ist der T-30, der probiert es direkt mit HE. Der erste, der hier Schaden an die macht und da gibt es ganze 55. Aber die Radley Walters, jetzt ist es nur noch 1 gegen 2. Also da ist noch nicht alles am Ende. So, da wurde er gekettet, da musste er natürlich die Kette reparieren, denn sonst wäre das hier sein Ende wahrscheinlich gewesen, denn die Grille hätte ihn die ganze Zeit weiterhin beschossen. Man weiß es nicht, ob er da aus der Kette vielleicht rauskommen ist und auch die Arti darf man nicht vergessen, weil vielleicht sobald man die Kette repariert hat, kommt dann die Arti und nervt einen weiter. Also von dem her genau richtig, die Kette zu reparieren und ich würde ihm jetzt nicht empfehlen anzugreifen, denn er hat hier einfach den starren Turm. Und was der T92 schreibt, Cap ist totaler Schwachsinn, denn Captain soll er jetzt hier komplett an der Grille vorbeijolon. Das ist ja totaler Unsinn. Also da jetzt zu Captain ist wirklich Quatsch. Der macht es jetzt schon richtig. Erstmal warten und gucken, ob er da noch jemand bekommt. Da ist die Arti jetzt. Und die Arti, die nimmt da raus, sein 9. Kill. Und jetzt ist ein 1-on-1 Grille gegen T95. Und jetzt hat die Grille da einfach den Weg zu weit rausgemacht und dementsprechend war die Runde damit erledigt. Und hier gab es noch die Poolmedaille. Ja, 9.434 Schaden, knapp 3.000 gebounced und er hätte immer noch 1.000 Hitpoints gehabt. Also da wäre noch alles drin gewesen. Dementsprechend
für mich ein sehr verdientes Replay of the Week mit einem Panzer, den man einfach doch zu selten sieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.